Truhen, da braucht man Eisen für, oder? Ja, genau. Holz und Eisen. Schade. Ja, dann machen wir eine Truhe später. Wenn wir das haben. Gut, ja, was... Ich bin gerade irgendwie ratlos. Erstmal, genau, wir brauchen Slimes für Fackeln. Dann können wir mehr Höhlentouren machen. Genau. Am Anfang ist es natürlich wichtig, sich jetzt bessere Werkzeuge auch zu craften. Damit man schneller arbeiten kann. Das, was man vom Anfang hat, ist schon ziemlich unnütz teilweise. Gerade das Schwert. Das ist wirklich... Bei dir blitzt es gerade ein bisschen. Blitzt? Ja, bei mir blitzt manchmal Licht auf, wenn du deine Vase zerstörst. Okay, also ich habe hier in den Vasen ein paar Fackeln gefunden. Also die Vasen geben auch mal ein paar Fackeln her, das ist auch ganz gut. Kommen die Fackeln eigentlich, die Vasen eigentlich nach einer Zeit wieder? Irgendwie hatte ich da so den Verdacht, dass manchmal neue Vasen da sind. Nein. Nee, die kommen nicht wieder. Ha. Ah, hier ist ein natürlicher Höhleneingang, glaube ich. Unfassbar. Ich komme mal zu dir rüber. Ja. Ich sehe rein gar nichts gerade. Ach so, ja, ich bin mal wieder ins blaue Team gegangen. Und ich habe gerade 40 Leben durch Runterfallen verloren. Autsch. Oh nein. Oh, hier sind Slimes. Das ist echt viel für den Anfang. Ich habe nur noch... Ah, jetzt regeneriert sich das Leben wieder. Okay. Dauert immer ein bisschen, ne? Ja, genau. Man muss eine Weile keinen Schaden nehmen. Hm. Ja, und dann geht es auch noch sehr langsam. Ja, oh, hier solange ist man noch kein Regenerationsband hat, ja, genau. Ja. Ah, hier haben wir wieder Eisen, sehr gut. Ja, und da oben ist Kupfer. Das Kupfer kann man ja auch noch gebrauchen für bestimmte Sachen. Ich nehme das mal mit. Mhm. Wollen wir doch mal gucken. Wir wollen ja am Anfang nichts liegen lassen. Genau. Einem geschenkten Kupfer, ne? Oder so ähnlich. Ja. Ich brauche Fackeln. So, habe ich Slimes? Nein, natürlich nicht. Warte, ich habe noch welche. Wie viele Fackeln hast du? Ah, danke. Ich habe 6 Fackeln noch. Ah, wunderbar. Das ist ja viel. So. Kupfer abgebaut. Oh nein, ich glaube, ich ertrinke hier drin. Warum springst du denn da runter? Ja, ich hab mich da gedacht, dass ich ja. Bau Erde unter dich! Ja, okay. Oh, jetzt. Ja, okay, hier gibt's jetzt erstmal nichts mehr zu holen. Vielleicht sollten wir dann in die andere Höhle nochmal rein und da gucken. Warte mal, hier drüben ist noch ein bisschen Eisen. Ich hole nämlich mal schnell hier durch. Cool. Ich baue mal hier uns einen Weg nach oben. Ja. So. Das sollte reichen. Oh, da ist Kupfer an der Oberfläche. Erde. Dahin. So. Ah, ein paar Kupfermünzen. Okay. Ist jetzt auch ein bisschen... die paar Kupfermünzen jetzt am Anfang. Aber so sammelt man das Geld dann mit der Zeit. Die blauen Slimes haben mehr Leben, oder? Als die grünen? Ja. Ja, aber ich glaube doch nur minimal, oder? Ja, das hat man gerade schon gemerkt, als ich den mit der Spitzhacke angegriffen habe. Okay. So. Ja, dann hole ich mir das Kupfer hier oben mal. Sogar noch mehr an der Oberfläche. Haben wir ja gleich schon eine ganze Kupferarmee. Was mache ich denn mit Kupfer überhaupt am Anfang? Ich meine, wir haben ja schon die Werkzeuge. Ja, Rüstungen. Ach ja, richtig, die Rüstung. Ja, so eine Kupferrüstung ist gut. Billig. Gut und billig. Ja. Es widerspricht sich irgendwie. Wieso? Es gibt auch gut billige Sachen. Ja, aber...
Wenn etwas nicht gut ist, dann sagt man noch billig dazu. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. So sieht's aus. Kann man ein bisschen Holz fällen. Ich komme mal wieder zu dir hoch. So. Ja, ich würde sagen, wir gucken gleich die andere Höhle nochmal runter, um uns da noch was zu holen. Also generell habe ich eben schon angefangen zu sagen, das Spiel besteht eigentlich so aus zwei Phasen. Die erste Phase besteht darin, die normale Welt so zu meistern, wie sie ist. Es gibt ein paar Endgegner, die man schlagen kann, im Gegensatz zu Minecraft wieder. Es lässt sich alles immer so gut mit Minecraft vergleichen, weil es beides ein Sandbox-Game ist. Allerdings gibt es dann hier immer die bestimmten Ziele, die man noch hat zwischendurch. Und wenn man die Endgegner besiegt, bekommt man Material von denen, das relativ gut ist. Und damit kann man dann in die nächste Gegend sich heranwagen. Genau, es gibt bestimmte Gegenden hier im Spiel, die natürlich gefährlich sind, ja. Genau. Und die man am Anfang noch nicht besuchen sollte, weil man dann direkt sterben könnte. Was doch sehr schnell passieren kann. Man hat noch keine Rüstung. Man hat so ein, ja, so ein Minischwert, wie ich gerade eins habe. Und generell muss man sich dann ziemlich in Acht nehmen. Man kriegt die Monster halt nicht tot. Deswegen sucht man sich dann mit der Zeit immer bessere Sachen zusammen und wagt sich dann in neue Gegenden vor. Und irgendwann kann man dann, wenn man die sogenannte Wall of Flesh besiegt hat, in den Hard Mode wechseln, wo dann auf der ganzen Welt stärkere Gegner spawnen, aber auch die Items, die man finden kann und sich craften kann, besser werden durch das Material, was man dann freischaltet. Also es gibt natürlich einen Sinn, dass man den Hard Mode aktiviert, aber entspannter spielen lässt es sich so. Ja, das ist richtig. Ja. Also am Anfang ist man halt im Hard-Mode sehr schwierig dran, weil man ständig stirbt, weil die Gegner einfach zu stark sind. Dann muss man sich auch wieder ein paar Rüstungen bauen und Waffen, damit man da ein bisschen eine Chance hat gegen die Gegner wieder. Mhm. Hier war gerade ein Wurm. Oh, ich habe hier unten eine Kiste gefunden. Oh, gar nicht mal so schlecht. 12 Bottle, 10 Iron Bar, 5 Granaten und so und ein Wooden Boomerang. Oh, ein Boomerang ist schon mal ganz gut. Das dachte ich mir auch gerade. Ein Boomerang ist ganz cool, den kann man so werfen und da kommst du einem zurück. Und ich habe Silber gefunden. Eine Fernkampfwaffe, für die man keine Munition verbraucht. Genau. Richtig. So, ich baue mal das Silber ab. Mhm. Also wir können ja hier auch die Kisten abbauen und die dann oben platzieren, dann müssen wir uns keine eigenen abstellen. Ja, du kannst das ja mal machen, einen Hammer bauen und die abbauen. Richtig, ein Hammer. Ja, deshalb habe ich die halt noch nicht abgebaut, ne? Oh, hier ist noch ein Dämonenalter da drüben. Okay. Ja, hier gibt es relativ viele sogar. Obwohl hier keine Corruption ist. Zur Corruption kommen wir noch. Wird man später noch sehen. Zum Glück haben wir in der Nähe bei uns keine Corruption. Ist mal ganz sicher? Angenehm. Wir haben es noch nicht erkundet. Ja gut, so weit waren wir noch nicht richtig, aber ich meine jetzt unmittelbar neben unserem Spawnpoint, so dass man sieht. Ja, das stimmt. Oder wir spawnen nicht auf einer Corruption. Ja, ich glaube, das geht auch nicht. Man spawnt immer im grünen Zeug. Warum soll das denn nicht gehen? Ich meine, das ist ja auch eigentlich normale Welt quasi. Ja, aber die Welt wird so kreiert, dass der Spawnpunkt halt in einem Wald ist. Ah, okay. Also man ist immer in einem Wald auch. Genau. Man kann doch nicht in der Wüste spawnen. Nee. Ja, wie man jetzt schon so raushören kann, es gibt auch verschiedene Biome. Zum Beispiel halt den Wald oben, den man jetzt schon gesehen hat. Es gibt Wüste, es gibt... was gibt's noch? Corruption, wird man ja noch sehen. Hm. Schneelandschaft. Ja gut, die ist aber nicht immer drin, aber ja. Ja, ist eigentlich ein bisschen schade. Ja,
Ja, müssten wir unsere Systemzeit auf Weihnachten stellen, dann wäre immer eine drin. Echt? Ja. Ah, cool. Stimmt, meine erste Welt habe ich, glaube ich, um die Zeit erstellt. Da war nämlich eine Schneelandschaft drin. Ja. Irgendwie im Dezember bis, ja, bis Silvester oder so ist dann immer eine Schneelandschaft mit drin. Und dann droppen halt auch diese Candy Cane Blocks, die einfach sind da so schön verstopfen und ja. Wenn ich die Systemzeit jetzt umstelle auf Weihnachten, dann würden die Presents wieder kommen? Ja, ich glaube ja. Das Spiel kann man austricksen, echt? Ja. Ha. Unfassbar. Wie viel Geld hast du im Inventar? 32 Silber. Okay, ich habe 48. Weißt du noch, wie viel man braucht, um den Händler anzulocken? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie macht man nochmal einen Ofen? Ah, ich hab's. Braucht man einen Stein, eine Fackel und Ach Mist, ich hab zwei gebohrt. Was, zwei Öfen? Ja. Dann stell zumindest schon mal einen hier hin. Sollen wir nicht hier drin ein bisschen ausbauen erstmal? Ja, damit genau, wir das nicht komplett das wieder umbauen müssen. Wie sollen wir das anstellen? Hier so zweistöckig bauen ab hier. Ja. Dann bauen wir hier Wooden Platforms so her. Ja, nicht so. Wunderbar. Vor allem, wo wir die jetzt noch nicht abbauen können. Ja, stimmt, wir brauchen erst einen Hammer. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich bin schon manchmal... Wow. Da fehlen einem die Worte. Ja, okay, ich baue mal so einen Hochofen. Nein, ich hab doch jetzt schon zwei. Oh, ja, jetzt haben wir noch einen dritten. Nein. Ja, bau halt blöden Ofen dahin. So, was haben wir denn? Ich hab 19 Eisenbars. Sehr gut, der Guide wird getötet. 3 Silberbars und noch 2 Kupfer. Okay. Wie viel braucht man für einen Hammer? Na, erstmal braucht man so einen Amboss. Ach so, ja, das kann ich auch noch bauen, warte. Glaube ich jedenfalls. Ich werde den Boden mal kurz hier mit Holz auskleiden. Ja, wunderschön. So soll's sein. Richtig heimisch hier. Muckelig heimisch. Okay. Ein Amboss. Ich habe jetzt einen Amboss und 2 Öfen. Machen wir uns eine Schmiede. Ja, genau. Ja, dann bauen wir den Amboss zumindest schon mal dahin. Ja, ich kann jetzt auch mal kurz die ganzen Bars bauen, ne? Ja, wir genau. Wir brauchen ja noch keinen... Also Erz brauchen wir ja nicht. Deswegen... Ist das ja kein Problem. Gut, ein... Jetzt habe ich schon Lust, mir ein Schwert zu bauen.